Die österreichische Gesundheitsberatung hat am 18. März 2019, also heuer, gestartet. Seitdem haben wir schon 7.100 Anrufern helfen können in den verschiedensten Weisen. Unsere häufigsten Anliegen, was jetzt natürlich auch im Sommer zusammenhängt, waren die Insektenstiche. Dort haben wir den Patienten, den Anrufern eben erklären können, wie das richtige Vorgehen ist, wann ein Arzt benötigt wird. Ganz häufig sind Zecken ein Problem, das verursacht eine Riesenunsicherheit bei den Anrufern. Wir erklären ihnen, wie man eine Zecke richtig rausnimmt, aber dann auch die richtige Nachversorgung, das heißt den Stich beobachten, wann geht es zum Arzt, was sind eben Symptome, die dann eben direkt zum Allgemeinmediziner getragen werden müssen und wann kann man das zu Hause behandeln. Was man jetzt natürlich gerade im Herbst auch wieder als großen Anstieg erwarten werden, sind natürlich die Grippe, grippalen Infekte. Dort eben alle Symptome mit Husten, Schnupfen und allerlei, wo man natürlich nach unserer Abfrage, die protokollgestützt ist, die von Ärzten entwickelt worden ist, wirklich einmal die Symptome durchgehen können und den Patienten dann vielfach auch als ersten Anlaufstelle die Apotheke empfehlen können.